Tobias Söderling erstmal abgelöst. Chimura, der Start ist alles andere als optimal bei diesem Motor, aber vielleicht kann er ja hier nochmal versuchen, sich ein bisschen zurückzukämpfen. Chimura weit hinten durchgereicht. Allerdings müssen die anderen Boote den weiten Weg gehen. Chimura jetzt innen und in der ganz knappe Kiste mit Egler, mit dem er ja hier noch eine Rechnung offen hat. Egler schickt ihn weit raus, aber Patrick Wiese ist hier auf und davon der Schnellstarter. Adrian Manewski, aber der wird seine Pace hier noch auf jeden Fall steigern. Und die Startnummer 6, Daniel Sparring, ist hier der Profiteur dieses Restarts. Und trotzdem gucken wir nochmal auf Egler und die Startnummer 10, Mike Chimura. Die fighten da hinten einmal erneut. Hier auf der fünften Position ist jetzt Egler, Chimura vorbei an Egler auf der vierten Position, aber auf und davon ist hier erstmal Patrick Wiese und Adrian Manewski folgt ihm und da sehen Sie schon, der hat ein bisschen mehr Pace, der geht ein bisschen schneller und er wird ihn sich hier innerhalb der 8 Runden noch holen. Ansonsten das Feld gut durchgekommen durch diese erste Runde, zumindest bis jetzt. Ja, Fahrfehler von Egler, mal erneut der Fahrfehler. Und da hat er hier natürlich die Startnummer 90 so ein bisschen bedrängt. Oh, wie er fährt, der Egler, der ist mir, also das ist hier eine ganz schöne Kiste, die der hier zeigt. Also so fährt man nicht, wenn gut. Man hat noch andere Kollegen hier auf dem Wasser und da kannst du die so nicht rausdrängen. Das geht nicht. Also ich glaube, die Rennleitung wird sich das nochmal anschauen. So, richtig. Also Patrick Wiese wird jetzt kassiert von Manewski. Deutsche mit der Nummer 20, jetzt wird er wohl den kürzeren Atem haben, weil die Schikane kommt. Ja, also, Patrick Wiese aus Bodendorf wird hier kassiert von Polen, Adrian Manewski und dann kommt der Schwede mit der Nummer 6, das ist Daniel Sparring, aber danach kommt schon Mike Chimura aus Berlin. Also die Fahrweise des Fünftplatzierten, des Ivo Egler, die ist hier schon sehr heikel, wenn wir es mal so wollen. Da hat er den Söderling mal deutlich abgedrängt und aus der Strecke herausgeschoben. Also das wird sich die Rennleitung hier bestimmt nochmal durch den Kopf gehen lassen. Hier die ganzen Aktionen hat man ja vorhin schon mal im ersten Durchgang mit Mike Chimura. Chimura läuft langsam auf die Startnummer 6, auf Sparring, jetzt ober der rechten oberen Wendebude, kommt jetzt die Attacke von Mike Chimura. Der kommt mit Geschwindigkeitsüberschuss und jetzt geht es auf die gelbe Boje hinzu, da ist er innen, aber es reicht noch nicht. Muss er sich noch ein bisschen gedulden und natürlich hier auch einen kühlen Kopf bewahren. Söderling einmal kräftig durchs Wasser gegangen auf der siebten Position, das orange Boot, das war der hier eigentlich das man angeführt hat, hat ja gestern schon einen Lauf gewinnen können, aber eben seine Boot-Position nicht umsetzen können, nachdem sein Motor hier den Dienst versagte, zumindest beim Start. Adrian Manewski auf und davon. Patrick Wiese kann da nicht folgen. Auch Sparring im Moment nicht, aber mein Schuh, das ist ordentlich aus, dass der Jahr legt. Auch nicht vergessen, sein erstes Rennen hier. Nach einem Dreher und einer Bojenzerstörung. Das orange Boot, der kommt hier mal zurück in die Box. Hier fährt er gleich an die Anlage steht. Für ihn ist hier das Rennen zu Ende. Also da erneut die Boje, die haben wir gerade gesetzt. Ne? Und schon ist er wieder kaputt. So, wir haben die 79, Adrian Manewski auf der ersten Position. Dann ist es Patrick Wiese aus Bodendorf, der hier gegen den Kurs und Rennen. Also das habe ich auch noch nicht erlebt. Muss man erstmal mitmachen hier. So, fast den Faden verloren. Die Startnummer 6 ist auf der dritten Position. Daniel Sparring aus Schweden. Und dann kommt Mike Chimura, aber der kann sich auch nicht mehr tatsächlich hier angreifen. Yeah.
Fehler von Sparring und da ist er vorbei. Noch nicht ganz, vorbei, aber Mike Shimura schickt sich an, hier die dritte Position einzufahren. Mal sehen, wie sich Sparring jetzt verhält. Der fährt den fast aufs Boot. Gucken Sie sich mal an. Und dabei ist Shimura innen. Man darf sich das hier mal nicht aus den Augen verlieren. Diese Duelle, die die Schweden hier abliefern, das ist ja schon hart an der Grenze. Diese Fahrmanöver und trotzdem Applaus ganz einfach mal für den Berliner, der hier kaltschnäuzig an den erfahrenen Schweden vorbeizieht. Platz 3 für Mike Shimura. Also eine faire Fahrweise sieht für mich anders aus. Das kann sich der Daniel Sparring mal gern auf die Fahnen schreiben. So, Adrian Maniewski, der Pole auf und davon, immer noch. Ja, und der ist jetzt oben an der Gegengeraden unterwegs. Und immer noch der Führende. Dann kommt Patrick Wiese aus Bohndorf, aber der kommt jetzt langsam in Bedrängnis, denn jetzt hat hier, Uwe wollte ich gerade sagen, der ist früher so gut gefahren, Mike Shimura, der hat jetzt hier sauberes Wasser. Und die ADAC soll sich schon mal vorbereiten. So kommt es von der Rennleitung, die soll anfangen zu kranen. Also die MSG ADAC Motorboot Klasse, bitte zum Kranen. Unterdessen geht es hier weiter. Munter geht es hier weiter mit der Weltmeisterschaft von FGS. Und Mike Shimura wird wohl hier das Wunder nicht perfekt machen können. Und die Patrick Wiese da noch das Wasser abkranen. Adrian Maniewski, na gut, der fährt eine eigene Liga im Moment. Hat hier auch sauberes Wasser auf dem Propeller. Aber langsam läuft Shimura auf. Viel Zeit bleibt nicht mehr hier. Und das sieht aber auch nicht so aus, als hätte er eine eklatante Geschwindigkeit verschossen. So, und noch eine Runde für den Führenden. Letzte Runde für Adrian Maniewski aus Polen. Dann Daniel Sparring, Startnummer 6, auf der vierten Position. Und Ivo Ekler, Startnummer 16, auf Platz 5. So, wieder Abbruch. Bojentreffer oben an der oberen linken Boje. Und jeder wollte ein Pilot zu viel. Und trotzdem, liebe Zuschauer, wenn wir jetzt hier die letzte Runde haben, wird dieser Lauf zumindest gewertet. Erstmal Pilot, schießt er aus, geht raus aus dem Boot. Also zumindest aus dieser Sicht mit dem Warnung. Und das Rettungsboot des deutschen Flughafens ist auf dem Weg zur Unfallstelle. Also die Fahrt auch nicht erwartet, denn die Distanz ist aktiviert. Auch das ist für mich eine Überraschung, denn so schlecht sind die Deutschen ja gar nicht aufgestellt gegen die Schweden Armada, die hier in dieser Klasse eigentlich als die Favoriten gelten. Und auch Mike Shimura ist hier mal ordentlich angekommen. Auf Platz 3 wird er im Augenblick gewertet und das ist er leistet in seinem ersten